Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck und additive Fertigung geht, egal ob Sie neu mit dem Thema beginnen oder ob Sie schon erfahrener Anwender, vielleicht auch 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant sind, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil ich habe diese 3D-Druck-Podcast-Folge das 3D-Druck-Hamsterrad genannt. Von innen sieht ein Hamsterrad auch aus wie eine Karriereleiter. Von dem her lassen Sie uns heute über das Thema 3D-Druck-Hamsterrad sprechen, denn ich habe in der Zeit jetzt nach Weihnachten, nach Neujahr, habe ich die Zeit genutzt, um alte Kunden oder auch Interessenten von früher anzurufen. Und ich war ganz neugierig, was die dieses Jahr gemacht haben, was die so bewegt, was so die nächsten Schritte sind. Man kennt sich einfach, sonst hätte man sich regelmäßig auf Messen getroffen oder auf Veranstaltungen. Und jetzt muss man halt öfters zum Telefonhörer greifen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, vielleicht erkennt sich der ein oder andere da wieder, wer damals nicht in 3D-Druck investiert hat, der hat es bis heute auch noch nicht gemacht. Und wer damals gemeint hat, er wartet noch auf die nächste Formnext, auf die nächste RapidTech, der hat bis heute auch noch keinen 3D-Drucker. Und wer glaubt, immer wieder an die Grenzen gehen zu müssen, der hat heute auch noch keinen 3D-Drucker. Also ich glaube, Sie wissen, auf was ich hinaus möchte. Es gibt einfach bestimmte Personen, vielleicht auch bestimmte Kollegen aus dem Markt und auch Unternehmen, die sind einfach gefangen in einem bestimmten 3D-Druck-Hamsterrad. Und wenn man so an so ein Hamsterrad denkt, dann zeigt es, man läuft und läuft und läuft und läuft und es wird anstrengend, das ist eine harte Arbeit, man strampelt sich ab, man kämpft mit sich, aber man kommt schlussendlich keinen Meter vorwärts, man tritt auf der Stelle und man kann nicht mal mehr rückwärts gehen sozusagen. Wenn man rückwärts rennt, bewegt man sich auch nicht von der Stelle. Und da sind natürlich ein paar Punkte dabei, die sind mir aufgefallen aus den Telefonaten. Und ich mache diese Podcast-Folge absolut nicht, um irgendjemanden in die Pfanne zu hauen. Das ist überhaupt nicht meine Art, sondern ich mache diese Podcast-Folge, weil ich mir denke, dass es ganz einfach ist, über manche Themen zu reden, damit man einen bestimmten Input von außen bekommt und darauf hingewiesen wird von außen, dass man ja, vielleicht mal handeln sollte, dass es eine Handlungsaufforderung ist, endlich mal eine Entscheidung zu treffen und loszulegen. Und was ist mir da aufgefallen? Es gibt natürlich jetzt verschiedene Punkte, und zwar der ein oder andere Punkt ist, wenn man als möglicher Anwender, zukünftiger Anwender, seit 5 Jahren als Beispiel von bestimmten Maschinen mehr weiß als der eigentliche Vertriebler, Verkäufer oder der Entwickler über die Maschine, weil man sich zwar sehr stark austauscht mit anderen und vernetzt ist, aber selber einfach nichts tut, obwohl es eigentlich total notwendig wäre, was zu tun. Und der Chef vielleicht schon jedes Jahr sagt, wann investieren wir jetzt endlich das Geld, was wir zur Seite gelegt haben. Und dann kommt schon der nächste Punkt, und zwar man versucht dann doch noch auf die nächste Messe zu gehen. Und ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Das ist so, wie wenn man immer aufs neueste iPhone wartet. Es wird immer ein neues iPhone geben. Es wird immer das nächste iPhone geben. Ne? Wenn man dann weiß, gut, jetzt das kommt jetzt raus, und dann denkt man sich, das ist nicht das, was ich eigentlich wollte, aber eigentlich bräuchte man eins, weil das Display vielleicht kaputt ist, weil das iPhone vielleicht schon einige Jahre alt ist, weil vielleicht der Lautsprecher nicht mehr so gut geht oder der Akku nachlässt. Es gibt ja verschiedene Punkte, dass man sagt, gut, ich warte noch mal 6 Monate oder 8 Monate. Und in diesen 6 bis 8 Monaten hätte man längst schon den ganzen Frust sich ersparen können bei so einem Mobiltelefon, bei so einem Smartphone, was Batterie, Aufladen, Display, Lautsprecher, Geschwindigkeit etc. angeht. Und genauso ist auch mit 3D-Druck, denn sie verlieren Geld, und zwar viel Geld, und sie verlieren auch viel Zeit. Und was das Schlimmste an allem ist, das können Sie leider nicht messen, wie Geld und Zeit ist, Sie verlieren Innovationskraft. Und in der jetzigen Zeit, in der aktuellen Situation, wer sich hier nicht bewegt, der
tritt vielleicht im Hamsterrad auf der Stelle und kommt nicht voran. Das sind jetzt wirklich strenge Worte und ich bin da jetzt auch an der Stelle ein bisschen direkt. Nehmen Sie es mir nicht übel, nehmen Sie es nicht persönlich, aber das sind Punkte, wenn wir von Lieferschwierigkeiten sprechen in der aktuellen Situation. Um eine Verfünfhundertfachung des Preises von Seefracht, um Lieferzeiten von bis zu 9 bis 12 Monaten Verzögerung und manche Bauteile kommen gar nicht mehr, dann ist es aus meiner Sicht allerhöchste Eisenbahn, hier umzudenken, hier loszulegen. Der Zug ist sonst abgefahren. Das können Sie nicht mehr aufholen. Deswegen loslegen mit der Möglichkeit, sich Gedanken darüber zu machen, vielleicht die additive Fertigung einzusetzen, einen Dienstleister um die Ecke zu nehmen, in Deutschland oder auch in Europa in Zukunft fertigen zu lassen, anstatt die Kleinserien in Fernost fertigen zu lassen, die jetzt vielleicht schlecht lieferbar sind. Es gibt mit 3D-Druck so viele Möglichkeiten. Ein weiterer Punkt ist, dass man sich durch jede Datenblätter kämpft, die es irgendwo so gibt, jeden Newsletter abonniert, jedes Whitepaper herunterlädt, an jedem Webinar teilnimmt, an jedem LinkedIn Live teilnimmt, jedes Video anguckt, auf jede Messe geht und immer neugierig dabei ist, vielleicht auch jeden Podcast hört an der Stelle, dass es im Endeffekt nichts bringt. Sie müssen eine Entscheidung treffen, was die nächsten Schritte sind. Ne? Man nennt es auch den Fantasiedenkfehler, indem man immer wieder das Thema im Kopf durchspielt, aber es selber nie wirklich umsetzt, obwohl es eigentlich allerhöchste Zeit ist. Ja. Ein weiterer Punkt ist, man glaubt, das Material, das man einsetzen möchte, das gibt es für die Anwendung nicht. Ja, was wollen Sie dann nehmen? Ein Hightech ST37 Stahl? Ich weiß nicht. Es gibt so viele tolle Hightech-Materialien im 3D-Druckbereich, die für die Anwendung so toll ausgelegt werden kann, wo man zum Teil sogar noch weitere Vorteile hat als die bestehenden Materialien und Werkstoffe, die eingesetzt werden. Also wenn das noch zurückhält, da frage ich mich dann wirklich, warum? Ja, vielleicht schützt man sich vor irgendetwas, dass irgendetwas kaputt geht, aber auch hier mal einen Experten drüber zu schauen zu lassen, die Anfrage an einen guten Dienstleister zu geben, der einem dort wirklich weiterhilft, ist vielleicht der nächste Schritt. Dann, wenn man versucht, alle Grenzen zu testen, na, dass man sagt, wenn man über die Messe geht und dann gleich die Technologie in Frage stellt und sagt, was ist, wenn ich dort und dort an die Grenze gehe und ist doch viel zu langsam etc. Dabei hat sich der Hersteller eine riesen Mühe gemacht und bricht hier fast die Grenzen der Physik. Und dann sagt man, dass es ihm auch wieder, dass es dem einen oder anderen auch wieder nicht schnell genug oder gut genug ist an der Stelle. Und indem man Fragen stellt, die überhaupt nicht relevant sind. Also es gibt manchmal Fragen, das habe ich selbst auch auf der Messe erlebt, als wir 3D-Drucker verkauft haben, wo man sich denkt, also die Frage, ja, könnte man beantworten, aber was hast du denn von dieser Antwort? Und ein weiterer Punkt ist auch, wenn man so Szenarien ausmalt, die niemals eintreten. Also, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das kann man sich vorstellen, ja, aber dann startet man den Druck halt neu oder wechselt das kaputte Bauteil aus. So what? Was soll denn Schlimmes passieren an der Stelle? Es ist ganz normal, wenn mal was schief geht. Jeder arbeitet, jeder kocht mit Wasser und zwar fast mit dem gleichen Wasserkocher vielleicht sogar noch. Das möchte ich damit sagen, also dass Szenarien, die man sich manchmal ausmalt, ganz oft nicht in Erscheinung treten, aber die Leute, die sich das ausmalen, bei denen läuft der Drucker auch nicht, weil sie es besser wissen wollen, weil sie ein großes Ego haben und glauben, nur das, was sie machen, ist das Richtige. Aber dabei will man ja, dass es funktioniert und es ist ja für die Kollegen im nahen Umfeld ja auch schlimm, wenn man versucht, ein Bauteil zu drucken und einem die eigene Rechthaberei entsprechend dann immer wieder im Weg steht. Also ist nicht so gut. Also das sind Punkte, die mir aufgefallen sind. Da gibt es noch einige Punkte mehr, die habe ich jetzt einfach nicht genannt. Sonst würde es den Rahmen so einer Podcast-Folge entsprechend sprengen, was wir da aus den Telefonaten noch so herausgehört haben. Manchen, denen kann man einfach nicht helfen. Es ist so, die wollen es nicht einsetzen. Ist auch vollkommen okay, wenn das jemand nicht möchte. Man kann ihn zu nichts zwingen.
Es wird nur so sein, dass vielleicht die Situation sich bei uns in Deutschland entsprechend anpasst, dass man die nächsten Schritte dort gehen muss, sonst geht man gar keine Schritte mehr. Also, klarer Hinweis darauf ist, treffen Sie eine Entscheidung. Und niemand trifft eine falsche Entscheidung absichtlich. Jeder trifft eine Entscheidung immer in der Hinsicht, dass er sagt, ich habe es mir überlegt. Aber das, was man vielleicht überlegt hat, war vielleicht das Falsche oder man ist von falschen Überzeugungen ausgegangen oder falschen Informationen einfach ausgegangen. Wenn Sie an dem Punkt sind und sagen, Sie wollen eigentlich auch eine Entscheidung treffen, eigentlich irgendwann demnächst mal, kommen Sie trotzdem zu uns ins kostenfreie Erstgespräch. Egal an welchem Punkt Sie stehen mit dem Thema 3D-Druck, wir bringen 3D-Druck in die Umsetzung in Ihrem Unternehmen. Wir kennen uns damit aus. Dann würde ich sagen, war's für diese Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Podcast-Folge dabei sind. Machen Sie es gut!